Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Project Cars mit mir, Suicide Cat. Wir starten wieder in die Karriere. Boom, hier kommt Suicide Cat. Ich liebe es, Profis so im Freudenrausch zu sehen. Hashtag friss meinen Staub. Ja, die Meldung haben wir ja schon mal bekommen. Es ist vorbei. Simon Suicide Cat wird Kart 1 Champion. Hashtag Party. Ja, wie auch immer, okay. Wir fahren immer noch für Dark Nitro und wir haben ein Einladungsevent. Den Glen Cairn Kart Club Trophy. Dann würde ich sagen, den fahren wir doch direkt. Drei Runden machen wir. Teilnehmen. Schauen wir mal, wie wir dabei abschneiden. Wir sind wieder im wunderschönen England. Glen Cairn East. Schauen wir mal, wie wir abschneiden werden. Wir starten als Sechster ins Rennen. Wettervorhersage 28 Grad, mittelmäßig bewölkt. Schauen wir mal, was wir reißen werden. Schon mal ein sehr guter Start. Eine Position direkt am Start gut gemacht. Vorsichtig reinbremsen. Den Kollegen vor der Strecke gedrängt. Ja, so sollte es eigentlich nicht sein. Leicht geschnitten. Position 4. Leicht vor der Strecke abgekommen. Schlecht gelaufen für uns. Schlecht gelaufen. Also langsam komme ich mir den Karts ein bisschen rein. Trotzdem ist es so Zeit, dass wir langsam richtige Autos fahren. Und nochmal eine Position gut gemacht. Wir befinden uns jetzt auf P2. Wenn das Rennen jetzt zu Ende wäre, wäre ich stolz auf mich. Au, 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 au. Nein! Wieder ein Unfall gemacht und wieder P4. Verdammt. Mal schauen, ob wir noch was reißen können. Die Karts fahren sich ja echt giftig. Ja, jetzt nochmal ein bisschen vorbeigekommen. Jawohl. Und jetzt zieh durch. Zieh durch. Yes. Und natürlich voll in die Mauer gekracht. Aber Position 2. Position 2, damit können wir leben. Das läuft. 12 Punkte bekommen. Nice. Dann können wir im zweiten Rennen von Position 2 aus starten. Dann schauen wir mal, was wir von Position 2 aus reißen können. Würde ich sagen, let's go. Und direkt nach dem Start erstmal Position 1. Ja gut, wieder Position verloren. Runde geschnitten. Tut mir leid. Hoppala. Über den Curb schön mitgenommen. Und natürlich nochmal in die Wand gerammt worden. Ja, wunderbar. Position 11. So sollte es eigentlich nicht laufen, aber so läuft es bei mir mit den Karts irgendwie immer. Ah, und ich fahre die Gegenrichtung. Alter, jetzt fahr. Fahr um dein Leben, ich will nicht nur Letzte werden. So viel zum Thema, ich habe mich langsam in den Karts eingefahren, langsam läuft's, ja, von wegen. Und der nächste Fail. Ja, also dieses zweite Rennen können wir gekonnt abhaken. Letzte Position.
Mal schauen, ob wir uns wenigstens noch auf den vorletzten Platz kämpfen können. Aber jetzt, da wir eh hinten sind, können wir auch gerne in einer anderen Perspektive fahren. Einfach mal zum Ausprobieren, ob das vielleicht besser funktioniert. Wir haben ja noch 3 Runden vor uns. Boah, die Sonne, die blendet. Nein, also diese Position hat auch nicht viel besser funktioniert. Wir fahren einfach scheiße mit Karts. Bin ich jetzt Letzter geworden oder bin ich Vorletzter geworden? Ich bin gespannt. Ich bin Vorletzter geworden. Yes. Ja, gut. Keine Punkte für uns. Schnellste Runde im ersten Rennen. Ja, gut. Gibt aber leider keine Bonuspunkte, weil die Runde ungültig war. Damit befinden wir uns jetzt auf der nicht so guten Position 4. Ich will auf jeden Fall noch eine Position nach oben kommen, damit ich wieder auf dem Treppchen stehe, aber gut. Man kann nicht alles haben. Ich hoffe ja wieder, dass wir in die USA auf diese eine Rennstrecke noch kommen. Das wäre natürlich richtig, richtig nice. Herzlichen Glückwunsch. Neues Einladungsevent von ChatDog. Herzlichen Glückwunsch. Du hast eine neue Nachricht. Hallo Simon, wir würden uns gerne vorstellen. Ich bin John Bentley, der Manager von Aerobull. Hunter Stu, unser renommierter Renningenieur, wird eine Kopie dieser E-Mail erhalten. Wir nehmen an einem jährlichen Road TD Branch Showdown teil und würden uns sehr freuen, wenn Sie dort für uns fahren würden. Durch den Erfolg, den Sie in Ihrer Karriere erreicht haben, haben Sie unseren Respekt verdient und wir glauben, dass Sie bei diesem Event der perfekte Fahrer für uns werden. Wir sehen uns hoffentlich auf der Rennstrecke. Ja, da... Ja, warum nicht? Warum nicht? Aber jetzt fahren wir erstmal die Glen Cairn Kart Club Trophy weiter. Teilnehmen. Ah, das ist komplett auf der Glen Cairn Strecke. Ach du Scheiße. Die Strecke liegt mir ja überhaupt nicht, aber gut, schauen wir mal, was wir dieses Mal reisen können. Zumindest ein paar Pünktchen will ich noch holen, wenn ich nicht schon wieder diesen blöden Fahrfehler reinhau. Und eine Position wieder gut gemacht, jawohl. Das sind aber nur 3 Runden. Wenn ich jetzt Vierter werde, wäre das natürlich nicht so prickelnd. Na komm, zieh, 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 zieh. Und schön vorbeigebremst. Jawohl, schönes Überholmanöver. Weiter so. Und natürlich bleibe ich in ihm hängen. Und häng auch immer noch. Ich würde sagen, wir starten die Sitzung erneut. Alter, das geht ja gar nicht. Tut mir leid, Leute, aber das geht so einfach nicht. Ich finde die Fahrphysik der Karts, wenn die ineinander reinkrachen, irgendwie ziemlich behindert. Ich finde es auch blöd, dass wir kein freies Training vorher haben, dass wir die Strecke einfach noch ein bisschen üben können. Ja, jetzt aktuell scheint es ja gerade ganz gut für uns zu laufen. Ich meine, Position 1, warum nicht?
Ihr seht ja, wenn keine Gegner im Spiel sind, ich so auf Position 1, dann mache ich auch gut Strecke, klar. Ja, wieder Strecke geschnitten. Schon recht. Ist mir eigentlich völlig egal. Ja, eigentlich soll es mir nicht egal sein. Ich bin auf die Bonuspunkte eigentlich angewiesen, ob ich noch aufhole. Aber dieses Rennen habe ich jetzt eindeutig für mich entschieden. Yes, Position 1, Simon Suicide Cat. Nice. Ey, und damit sind wir in der Gesamtwertung auch wieder auf Position 2. Ja, damit kann ich doch leben, oder? Gut, der eine Kollege hat 2 Siege, aber wer weiß, vielleicht holen wir uns jetzt den 2. Sieg auch noch. Und ein schönes Überholmanöver von Simon Suicide Cat. 4 Runden noch zu fahren. Kann ich diesen Vorstand nun halten? Kann ich ihn vielleicht sogar ausbauen? Kann ich die schnellste Rennrunde mitnehmen, die dann vielleicht auch zur Abwechslung mal gültig ist? Sieht gut aus. Nein, Alter, was machst du? Leute, mein Lenkrad spinnt gerade ein bisschen. Es reagiert nicht mehr. Okay, das muss ich mal kurz abwürgen. Nein, mein Lenkrad reagiert nicht mehr. Keine Ahnung, was da gerade los ist. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. So, und da bin ich auch wieder. Leute, ich habe keine Ahnung, was mit meinem Lenkrad gerade los war. Es hat mit einem Schlag nicht mehr reagiert. Dann fahren wir dieses Rennen halt kurz nochmal. Ja, immer diese technischen Probleme. Keine Ahnung, war gerade irgendwie ein bisschen seltsam. Ja, wahrscheinlich hat irgendein Kontakt an meinen USB-Port hinten ein bisschen gespackt. War auf jeden Fall seltsam, keine Reaktion mehr, Rückwärtsgang, Vollgas. Verstehe ich nicht. Muss ich auch nicht verstehen können, lief gerade zwar echt gut für uns, aber dann wiederholen wir das Rennen halt einfach nochmal, ist ja überhaupt kein Problem. Wir sind da trotzdem Position 1 nach der ersten Runde. Oh, eine neue Bestzeit, oder? Nein, leider nicht. Leider nein. Ah, wir waren knapp dran. Ja, wie gesagt, es ist dann langsam echt Zeit, dass wir mal Autos fahren. So richtige Brummbrums. Und diesmal gnadenlos den Sieg davon gefahren. Wir sehen schon keinen Gegner im Hintergrund. Würde ich sagen, läuft. 20 Punkte für uns. Schnellste Rennrunde. Yes. Und damit befinden wir uns aktuell auf Position 1 der Tabelle. Yes, mit 47 Punkten. Meine Startnummer. Ich wusste, dass meine Startnummer mir Glück bringen wird. Herzlichen Glückwunsch! Neues Einladungs-E-Mail von Final Drive. Hallo Simon, ich heiße Zeng Park, ich bin Manager von Final Drive. Unser Team hat sich bereits beim Event Road TC Euro Championship am 3.2. angemeldet. Und wir hätten sie gerne als unseren Fahrer.
Ich glaube, dass wir durch Ihre Erfahrung als Rennfahrer große Chancen haben werden, dieses Event zu gewinnen. Wir freuen uns darauf, Sie beim Rennen zu sehen. Sang Park. Ja, auf jeden Fall werden wir da mal schauen, aber jetzt kommt erstmal die letzte Folge der Kartmeisterschaft. Glencairn Kart Club Trophy. Letzte Runde, wir nehmen teil. Oh, und diesmal geht's die ganz lange Runde außenrum. Ich wusste gar nicht, wie viele Variationen die Strecke eigentlich hat, hey. Ja, voll übel. Wir starten auf der undankbaren Position 5. Schauen wir mal gleich am Starten und Platz gut gemacht. Jawohl. Ja, leider die Strecke wieder ein bisschen geschnitten. Hoppala, das war ja ein wirklich derber Schnitt, aber ich hab's nicht mehr verbremst, Leute. Ich hab's nicht mehr verbremst, tut mir sehr sorry. Dafür Position 3 für uns. Und wir kämpfen uns näher ran. Wir kommen auf jeden Fall näher. Okay, die Kurve ist sehr weit außen angefahren. Ich wollte auf Nummer sicher gehen, dass es da nichts mehr passiert. Irgendwie fahre ich die Kurve gerade allgemein sehr weit außen an. Wir haben noch eine Runde to go. Die Gegner haben den Vorsprung leider ein bisschen ausgebaut. Wir sind auf jeden Fall laut Leistungsdelta wieder deutlich schneller, aber das hilft uns natürlich nichts. Ja gut, jetzt haben wir wieder... Jetzt wieder langsamer, jetzt wieder ein bisschen schneller. Wir fahren auf jeden Fall recht konstant, aber halt konstant scheiße. Okay, und damit hätten wir auch das erste Rennen da als Position 3. Ja, wir befinden uns immer noch aktuell auf Position 1. Damit kann ich leben. Jetzt hätten wir das erste Rennen schon mal abgeschlossen. Jetzt kommt noch das zweite Rennen und dann werden wir erst sehen. Da trennt sich jetzt die Spreu vom Weizen. Wir fahren in der Nacht, im Dunkeln. Mal schauen, ob wir hier im Dunkeln noch was reißen können, ob die Dunkelheit vielleicht unser bester Freund wird. Und da ein schönes Überholmanöver von Suicide Cat. Yes. Wupp, 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 wupp. Sehr geil, sehr geil. Ah, da wollte ich zu viel. Leichter Dreher, wir sind wieder überholt worden, verdammt. Ja, den habe ich jetzt schön rausgeboxt. Tut mir leid, Kollege. Es ging nicht anders. Thank you.
Und da fliegen wir selber wieder raus. Bremspunkt verpasst. Aktuell Position 3, wenn wir die bis Ende halten können, wäre ich schon zufrieden. Ich will auf dem Podium stehen, der Rest ist mir eigentlich egal. Zumindest bei den Karts. Wenn es an die großen Autos geht, habe ich dann schon Bock, auch wirklich Erster zu werden. Aber da haben wir auch ein Qualifying, haben davor ein Training. Da haben wir genug Zeit, uns vorher auch mit dem Auto und der Strecke ein bisschen vertraut zu machen. Wir können die Zeit auch einstellen. 20 Minuten Training, 10 Minuten Qualifying, irgendwie so. Dann würde ich das immer glatt in eine Folge reinpacken und dann... Okay, da haben wir jetzt wieder ein bisschen abgekürzt. Allerdings keine Zeit gespart. Absolut nicht. Nein, wieder von der Strecke runtergekommen. Shit, 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 shit. Und das in der vorletzten Runde. So, die letzte Runde vor uns. One lap to go. Komm, da kommen wir noch vorbei. Ja, sind vorbeigekommen. Ah, jetzt komme ich den Hügel nicht mehr hoch. Alex immer noch dritte Position. Und natürlich wieder verpasst zu bremsen. Verdammt, das war ein gravierender Fehler meinerseits. Gut, den 10. Platz haben wir uns jetzt damit wirklich verdient. Sehe ich ein. Das war ein harter Fall. Aber immerhin noch auf P8 gerettet und P8. P8 für uns. Jawohl. Gut, durch diesen massiven Verbremser ist am Schluss dann nochmal in die Mauer krachen, aber nun klar, ich hab's verdient. Gibt es leider nur einen Punkt. Leider keinen Punkt für die schnellste Rennrunde bekommen. Was macht das dann für uns? Ah, wir sind trotzdem Champion. Yes! Knapp, aber Champion. Ja, weil der Alex Lopez auch nur zweimal gewonnen hat, genauso wie wir. Nice. Nice, nice, nice. Wir sind Champion. Vielleicht nicht verdient, aber wir sind Champion. Du hast das Ende der Saison erreicht. Bitte sieh dir deine Vertragsangebote an und unterzeichne einen neuen Vertrag für die nächste Saison deiner Karriere. Bronzeauszeichnung für den Sieg bei Glencairn Kart Club Trophy verliehen. Okay, Posteingang. Supercards, Card 1. Wir können verlängern, wir können ein anderes Team machen oder wir können in die Supercards gehen. Greased Lightning oder Torch Riders? Eigentlich ist die Frage jetzt sowieso... Machen wir jetzt Supercards oder höre ich mit der Karriere jetzt auf und fahre einfach so Autos, auf die ich Bock habe? Nein, eigentlich will ich schon Karriere machen, aber Supercards? Können wir nicht endlich mal ein bisschen was Größeres fahren, ein bisschen was... Na egal, okay. Wir fahren Supercards. Dann würde ich sagen, gehen wir aber zu den Torch Riders. Keine Ahnung, habe ich irgendwie Bock drauf? This is Supercards. Und dann schauen wir mal. You'll start out in a short national series, followed by the Super Karts Championship. Each round features a sprint race and a main race. Points are scored by the top 8 finishers. Bonus points are awarded for fastest qualifying time and fastest race lap time. The pit lane is open for refueling, repairs, and tire changes. It's time to join your team in the pits. Okidoki, was haben wir denn hier? Simon, hey Kumpel, ich hoffe bei dir ist alles okay. Bei mir immer doch, ich bin bla bla bla. Schade, dass wir gehen. Ja,
Naja, also ich muss sagen, ich finde es nicht allzu schade, aus den Cards rauszugehen. Die waren wirklich nicht meins. Aber das war's auch mit der heutigen Folge. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet doch mein Video und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao!